Für alle Universitätenfreunde gibt es großartige Neuigkeiten, denn ein Twitter-User hat eine interessante Entdeckung gemacht, die auch das mögliche Release-Datum der 8. Erweiterung beinhaltet. Unter dem Hashtag TheSims4 hat ein Twitter-User ein interessantes Bild geteilt, welches scheinbar aus einer Mitarbeiter-App von Target veröffentlicht wurde. Unter dem Titel EP08 und Discover University, was vermutlich der englische Titel für die neue Erweiterung sein wird, steht ebenfalls ein Release-Datum des Packs. Hier wird Freitag, der 15. November genannt, ein durchaus realistisches Datum, wenn man sich die letzten Erweiterungspack-Releases an Freitagen ansieht. Bis hierhin könnte man noch von einem schlicht gefälschten Bild ausgehen, allerdings hat der englische YouTuber Pixelate drei Stores in seiner Umgebung mit dem ebenfalls veröffentlichten Code angeschrieben, welche alle drei die Existenz und Echtheit dieses Eintrags in der Datenbank bestätigen konnten. Für mich persönlich scheint die offizielle Bestätigung von Target als eindeutiger Beweis dafür zu reichen, dass dieses Pack wirklich erscheinen wird. Erst bei einer Ankündigung haben wir aber volle Gewissheit. Wir können natürlich weiterhin gespannt bleiben, ob wir eventuell schon im nächsten Monat etwas zum neuen Pack sehen werden. Was denkt ihr über den möglichen Leak? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.